Hallo, mein Name ist Sina Bartfeld, ich bin Juniorgruppenleiterin an der Uni Würzburg und ich freue mich total, hier zu sein und ich freue mich, dass ihr hier seid und euch für Stammzellen interessiert. In den nächsten Minuten möchte ich euch ein bisschen was über Organoide erzählen. Wenn wir Krankheiten untersuchen, zum Beispiel wenn wir in der jetzigen Situation diese Corona-Pandemie besser verstehen wollen, dann möchten wir letztlich immer verstehen, was denn bei Menschen passiert. Warum werden einige Personen so besonders krank und andere entwickeln fast keine Symptome? Oder wir wollen verstehen, was für neue Ansätze wir für Therapien verwenden können. Wir möchten auch Therapien testen können. Und so etwas möchte natürlich niemand direkt am Menschen ausprobieren. Deswegen werden Modelle verwendet. Und in Ermangelung von besseren Modellen werden eben immer noch viele Versuche an Tieren durchgeführt. Dafür wird sehr viel nach Alternativen gesucht und doch gibt es bisher in vielen Fällen nichts Besseres. Viele andere Versuche, so dort, wo es geht, wird an Zelllinien durchgeführt. Zelllinien, das sind Krebszelllinien, die wurden mal vor langer Zeit aus Tumoren von Menschen hergestellt. Die sind also entartete Zellen, die doch sehr weit von einem kompletten Organismus entfernt sind. Und dazwischen ist eben noch ein großer Bedarf für neue Modelle. In den letzten 10, 20 Jahren haben Erkenntnisse aus der Stammzellforschung dazu geführt, dass jetzt neue Modelle entwickelt wurden. Und dabei können aus Stammzellen von jedem Menschen kleine, sehr reduzierte Mini-Versionen der Organe in der Zellkulturschale hergestellt werden. Diese Mini-Organe nennt man Organoide. Die Zellen sind dann menschlich, es sind keine Krebszellen, sondern normale, nicht maligne Zellen. Wir nennen sie primär. Ein Organoid besteht aus vielen primären Zellen und diese Zellen organisieren sich so in drei Dimensionen. Also ein Organoid ist so ein kleines Bällchen im Grunde genommen und die Zellen in dem Organoid organisieren sich dort eben selbst. Wie sieht sowas nun jetzt im Labor aus? Nun, dafür müssen wir uns erstmal ein echtes Organ angucken. Ich nehme einfach mein Lieblingsbeispiel, den menschlichen Magen. Hier ist so eine Animation, die illustriert, wie so ein Magen aufgebaut ist. Wenn wir hier in diesen Magen mal so ein bisschen reinfliegen, dann sehen wir hier in der Magenschleimhaut viele kleine Einstülpungen, die Magengrübchen. Jedes Magengrübchen mündet in eine Magendrüse. Und ihr seht, dass hier die ganze Magenschleimhaut mit so einer dünnen Schicht aus Zellen aufgebaut ist, die dicht an dicht sitzen. Und die nennt man das Epithel. Die bilden die Abschlussschicht unseres Gewebes zum Inneren des Magens. Und ihr seht auch, dass die Zellen hier nicht stillstehen. Hier im sogenannten Isthmus sitzen die Stammzellen, die sich dauernd teilen und neue Zellen produzieren. Die Zellen wandern dann wie auf einem Fließband. Und sobald sie aus dieser Stammzellzone raus sind, werden sie zu unterschiedlichen Zelltypen, zum Beispiel eben den säureproduzierenden Parietalzellen oder den schleimproduzierenden Grübchenzellen und so weiter und so fort. Das Wichtige ist, das Epithel ist nicht statisch, sondern es sitzen hier Stammzellen, diese gewebsresidenten Stammzellen und man auch adulte Stammzellen. Und die produzieren dauerhaft neue Zellen, die das Gewebe ständig erneuern. Und es war im Labor von Hans Clevers in den Niederlanden, so etwa um 2009 herum, da hat ein Wissenschaftler, Toshiro Sato, in diesem Labor beschlossen, dass er diese adulten Stammzellen in der Kulturschale vermehren möchte. Das hat lange gedauert. Letztlich, worum es dabei geht, ist immer, sich diese Mikroumgebung der Stammzellen anzuschauen. Also diese Stammzellen, die sitzen eben in einer gewissen Nische aus Signalmolekülen. Und je besser man die versteht, umso besser kann man die in der Petrischale dann nachbilden. Das hat Toshiro Sato getan, bis diese Stammzellen sich weiter vermehrt haben. Und ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich einen Vortrag von dem Laborleiter Hans Clevers gesehen habe, als ich gerade meine Doktorarbeit fertig gemacht habe. Ich habe dann beschlossen, in dieses Labor von Hans Clevers zu gehen und wollte dort Organoide des menschlichen Magens herstellen. Habe dann also dort auch versucht, diesen richtigen Cocktail aus Signalstoffen zusammenzubauen, damit die adulten Stammzellen des menschlichen Magens sich im Reagenzglas vermehren. Und das Ergebnis seht ihr hier. Diese Organoide wachsen also hier in drei Dimensionen, können sich auch immer weiter und weiter und weiter vermehren. Hier
eben über Monate oder Jahre kann man die eben immer weiter vermehren. Man macht die dann wieder klein, sät sie neu aus, sodass sich immer wieder neu diese Organoide bilden. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich euch ein Mikroskopiebild mitgebracht, wo man so mal durch so ein Organoid durchzoomen kann. Schwarz sind hier die Nuklei, also die Zellkerne, und in grün ist das Zytoplasma der Zellen gefärbt. Und ihr seht, wie das halt so ein dreidimensionales Bällchen ist. Ich war natürlich damals nicht die Einzige, die solche Organoide gemacht hat, und in vielen Laboren der Welt explodierte richtig die Organoidforschung. Dabei gibt es grob zwei Richtungen. Was ich eben schon erklärt habe, sind die Organoide aus den adulten Stammzellen. Adulte Stammzellen sitzen im Gewebe und haben ein schon recht festgelegtes genetisches Programm. Eine Magenstammzelle wird immer Magenzellen machen und nicht Herzzellen. Und wenn wir ihre natürliche Nische nachbilden, werden sie zu Organoiden. Auf der anderen Seite stehen die pluripotenten Stammzellen. Das sind die Alleskönner unter den Stammzellen. Die sind nicht genetisch vorprogrammiert, sondern können im Prinzip zu jeder Zelle des Körpers werden. Um im Reagenzglas aus den pluripotenten Stammzellen Organoide werden zu lassen, müssen wir die Entwicklungsgeschichte nachstellen. Und wenn man diese beiden Technologien zusammennimmt, decken Organoide ein sehr breites Spektrum von Organen ab. Hier ist eine Liste von Beispielen, aber diese Liste wird wirklich laufend erweitert. Laborbilder noch dazu. Hier ist ein Lungenorganoid aus dem Labor von Hans Clavers, und ihr seht, wie sich da drinnen irgendwie was bewegt. Das liegt daran, dass die Zellen dort Zilien haben, so wie die echten Lungenzellen in unserer Lunge eben auch. Und diese Zilien schlagen, und bei uns produzieren sie den Schleim normalerweise eben hoch, sodass wir ihn aushusten können. Nun in so einem Lungenorganoid, das ist ja ein geschlossenes Bällchen, da kann das nirgendwo hin. Also schlagen die Zilien hier eben den Schleim ein bisschen im Kreis herum. Ein anderes Beispiel hier, da sind dann verschiedene Zellen angefärbt. Hier in blau sind die Zellkerne, in grün sind die Proteine, die die Kontakte zwischen den Zellen anzeigen, also Zell-Zell-Kontakte färben. Und dann ist in rot noch ein weiteres zelluläres Protein angezeigt. Ihr seht also, wie wunderschön komplex diese Organoide sind. Ein Highlight der Komplexität sind dabei die Gehirnorganoide aus dem Labor von Jürgen Knoblech. Hier ein Beispiel, hier auch wieder in blau die Zellkerne. Und ihr seht, wie viele Zellen das sind. Ganz, ganz viele kleine Punkte, die ein sehr komplexes Gebilde doch bauen. Ja, ihr merkt schon an der Art, wie ich erzähle, für uns Wissenschaftler sind diese Organoide schon an sich wahnsinnig spannend, weil wir eben verstehen wollen, wie sich so Organe entwickeln und wie Selbstorganisation funktioniert und die Zellen miteinander interagieren. Aber darüber hinaus gibt es eben auch viele weitere Anwendungsbereiche. Ich finde es zum Beispiel spannend, Organoide zu verwenden, um Infektionskrankheiten besser zu verstehen. In meinem Labor untersuchen wir, wie Bakterien und Viren die Zellen infizieren. Hier infizieren wir zum Beispiel jetzt humane Magenorganoide mit einem Bakterium, was im Magen Krebs verursachen kann. Das Bakterium kennt ihr vielleicht, Helicobacter pylori, da gab es mal einen Nobelpreis für die Entdeckung. Aber man versteht eben noch nicht, wie Helicobacter pylori Krebs verursachen kann. Und wir hoffen, dass wir in diesem Organoidmodell dieser Frage ein bisschen mehr auf die Spur kommen können. Wir haben zum Beispiel an den Organoiden feststellen können, welche Zellen das Bakterium besonders stark infiziert. Wir verstehen noch nicht, warum, und wir verstehen auch noch nicht, was das bedeutet. Hier wieder so ein Mikroskopbild, wie wir durch so ein Organoid durchzoomen. In grün sind da die Bakterien, also das hier ist ein infiziertes Organoid. Hier ist ein anderes Beispiel, ein Organoid des Dickdarms, und in grün ist hier der Verursacher der derzeitigen Pandemie, SARS-CoV-2 oder Proteine dieses Virus, angefärbt. Und auf solchen Modellen können wir jetzt natürlich testen, welche menschlichen Proteine das Virus nutzt, um in die Zellen einzudringen und sich zu vermehren. Und solche Proteine sind dann potenziell auch sinnvolle Angriffspunkte für neue Therapieansätze. Das ist halt die Grundlagenforschung, die letztlich dazu führt, hoffentlich, dass irgendwann einmal neue Therapien entwickelt werden können. Aber jetzt erinnert euch, Organoide kann man prinzipiell von jedem Menschen herstellen. Alles, was das braucht, ist letztlich eine Gewebsprobe. Und aus diesem Prinzip entsteht die Hoffnung, dass wir mit diesen neuen Modellen besser verstehen können,
warum einige Menschen eben eine besondere Krankheit entwickeln. Warum entwickeln einige Menschen durch die Helicobacter-Infektion Krebs? Warum werden einige besonders krank durch SARS-CoV-2 und so weiter? Das führt jetzt schon so ein bisschen über zu dieser personalisierten Medizin. Man könnte nämlich nicht nur versuchen, die Krankheitsentstehung zu verstehen, was wir vor allem tun, also in meinem Labor, aber es gibt eben auch viele andere, die versuchen, Ansätze zu entwickeln, neue Therapien individuell auf Menschen, auf Patienten zuzuschneiden. Ein Beispiel dafür: In Holland können Mukoviszidose-Patienten bereits personalisiert testen lassen, welches Medikament bei ihnen wirkt. Und dafür wird bei dem Patienten eine rektale Biopsie entnommen, also eine Gewebsprobe. Daraus werden Organoide generiert und getestet, welches Medikament beim Organoid dann anschlägt. Und dieser Test sagt voraus, wie gut dieses Medikament auch beim Patienten wirkt. Tatsächlich, das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Und das ist bereits integraler Bestandteil des holländischen Gesundheitssystems. So ein Verfahren ist grundsätzlich auch für andere Krankheiten denkbar. Gleichzeitig besteht aber auch die Hoffnung, dass man Organoide auch nutzen kann, um neue Medikamente im Rahmen der pharmazeutischen Medikamentenentwicklung zu testen. So ist es eben denkbar, dass man nicht nur von einzelnen Patienten, sondern von ganzen Patientengruppen Organoide herstellt und die in sogenannten Biobanken oder lebenden Biobanken, man kann die einfrieren und wieder auftauen. Und wenn zum Beispiel dann ein neues Medikament getestet wird, kann man diese Organoide vielleicht von Hunderten von Patienten gleichzeitig auftauen, wieder in der Kulturschale zum Leben erwecken und dann eben die neuen Medikamente auf diesen Biobanken von Organoiden testen. Weiterhin besteht dann auch noch in einem letzten Anwendungsbereich die Hoffnung, na, die ist sicherlich noch am weitesten in der Zukunft, aber die Hoffnung besteht, dass Organoide auch in der Zukunft als Material für Transplantationen verwendet werden könnten. Der Wunsch dabei wäre halt, Organe wie eine Leber zum Beispiel zu regenerieren oder zum Beispiel insulinproduzierende Pankreaszellen für Diabetespatienten herstellen zu können. Oder vielleicht sogar ganze Organabschnitte oder in Zukunft ganze Organe, wie zum Beispiel vielleicht Abschnitte des Darms für Kurzdarmsyndrompatienten herstellen zu können und die dann transplantieren zu können. So viel zu den Anwendungsbereichen. Wie geht es so weiter? Nun, so begeistert wir Forscher sind, tolle neue Modelle zu haben, ist natürlich klar, dass die derzeitigen Organoide nicht perfekt sind und ihre Grenzen haben und eben sehr reduktionistische Modelle sind. Und so gibt es viele Ansetzungsbereiche, hier die Komplexität zu erhöhen, zum Beispiel Immunzellen dazuzugeben, Nervenzellen dazuzugeben, Co-Kulturen zu machen oder eben zum Beispiel Chip-Technologie mit anzuwenden. Das ist so der Trend im Feld. Ein paar Beispiele dazu nur. Hier ist zum Beispiel ein Darmorganoid, das gleichzeitig mit Nervenzellen kultiviert wurde. Und da ist so ein Darm-Nervensystem sozusagen gebildet, das diese so peristaltik-ähnliche Bewegung in diesem Organoid produziert. Hier ist ein Lungenorganoid, das mit einem Virus infiziert wurde. Hier in Rot sind die infizierten Zellen. Und dazu wurden dann Immunzellen gegeben, die hier in grün markiert sind. Und ihr seht, dass die grünen Zellen zu diesem infizierten Organoid hin migrieren. Und man stellt sich so vor, dass die dann angreifen. Was da genau passiert, wird dann weiter untersucht. Und dann gibt es noch ein ganzes Feld von Biotechnologen und Ingenieuren, die sich der coolen Aufgabe widmen, verschiedene Organoide so durch mikrofluidische Systeme, sogenannte Lab-Chips miteinander zu verbinden. Und das sind so kleine Geräte, je nach Bauart können die vielleicht so die Größe einer Packung Streichholz haben oder vielleicht auch eines Handys. Und da sind so kleine Flüssigkeitskammern drin und in denen können die Zellen dann leben, die Organoide können darin leben. Und sowas nennt man dann ein Organ on a Chip und das Ziel ist hier, viele verschiedene Organe auf diesen Chips mit Mikrofluidik, also kleinen blutgefäßähnlichen Kanälen zu verbinden, sodass dann ein Human on a Chip entstehen kann. Damit möchte ich dann schließen. Ich danke dem German Stem Cell Network für die Organisation und die nette Einladung. Ich
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen und Kommentare.